Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir haben jetzt den dritten Teil von der Edition Pepper für euch im Petto, sprichwörtlich. Und jetzt vergleichen wir einfach mal die drei Konzepte, die sich Weinsberg zum Thema Edition Pepper ausgedacht hat. Und wann gibt's das nochmal? Nach dem Intro. So, jetzt wollen wir euch die Unterschiede zwischen PSA, VW und Mercedes. Wir machen es mal in dieser Variation, weil das sind die Hauptunterschiede schon mal von den Fahrzeugen. Das werden wir euch jetzt im Detail erklären. Dafür gehen wir aber in unser Malibu, denn hier ist sehr viel Gewusel und wir wollen auch den Leuten einfach, dass die sollen hier reinkommen, sollen sich die Fahrzeuge anschauen. Deshalb gehen wir jetzt einfach in unser Malibu, machen das jetzt, erklären euch das. Und genau, und blenden euch halt Originalszenen, die wir hier gedreht haben, dann genau, ein. Genau, das auf jeden Fall. Also, kommt mit in unser Malibu. Wie versprochen, jetzt sind wir in unserem Malibu zurückgekehrt und wollen einfach mal über die unterschiedlichen Editionen des Weinsberg Peppers sprechen. Das erste, was natürlich auffällt, es gibt neue Fronten. Man sieht da mal eine Peugeot-Front, man sieht mal eine Fiat-Front, wobei die eher seltener mehr eine Peugeot-Front. Dann sieht man auf einmal eine Mercedes-Front, sogar in der Own-Variante oder auf einmal ein VW T6.1. Ja. Das ist schon mal von vorne her was ganz Neues. Der Kunde bei Weinsberg kann sich jetzt entscheiden, wie will er seinen Pepper haben. Will er ihn in der Edition Pepper, will er die auf einer Peugeot-Basis haben, also aus der PSA-Gruppe, will er sie Mercedes-Basis haben oder will er sie ganz speziell in der VW T6.1-Basis haben. Genau, aber da gibt es auch gravierende Unterschiede und zu denen kommen wir jetzt. Bevor wir jetzt schnell auf den VW T6.1 eingehen, noch kurz die Information. Das, was wir jetzt auf der Messe gesehen haben, ist wieder Fiat-Basis. Wahrscheinlich aus dem einfachen Grund, die Leute wollen auch eine Automatik. Die gibt es ja nur bei Fiat. Korrekt, und, genau. Weil deine Eltern haben Peugeot, deshalb haben wir jetzt Peugeot, aber das war tatsächlich ein Fiat. So, VW T6.1, ich glaube, über den müssen wir als erstes reden, weil da sind die gravierendsten Änderungen, nach meinem Empfinden auch. Ja, das ist auch korrekt, denn das ist ein komplett anderes Fahrzeug. Die Grundschnitte sind komplett anders. Ihr kriegt den in zwei verschiedenen Ausführungen. Die blenden wir jetzt immer so mal ein bisschen ein, wie das Ganze aussehen kann. Also der T6 ist natürlich auch ein viel kleineres Fahrzeug. Wir haben halt auch nur eine Länge von 6 Meter. Nein, 5,88. Genau, also knapp 6 Meter, 5,88, also sogar unter 6 Meter. Dadurch ist er natürlich wendiger. Das heißt, im Stadtverkehr und so weiter ist es sicherlich angenehmer, das Ganze zu fahren. Auch das Fahrwerk und so weiter ist es ein anderes, weil es auf T6-Basis ist. Ja, also es ist eine Edition Pepper auf jeden Fall. Aber es weicht von dem eigentlichen Grundfahrzeug, wie es früher mal war, wo es nur die PSA-Gruppe gab, komplett ab. Genau, also allein die Unterschiede, du hast einmal den normalen Eingang, wie man ihn kennt, also direkt neben den Beifahrersitz, und dann gibt es einen, der hinten aufgebaut ist. Wie gesagt, dann hat man auch die Dinette, gibt es ja die ganz klassische, so wie wir auch im Malibu haben, mit dem Fahrerhaus. Dort gibt es jetzt eine Variation, da ist das halt so nebeneinander, also so gegenüber sitzen. Hat wirklich seinen absoluten Charme. Das dritte Bett ist natürlich anders verbaut. Ja. Hier baut man einfach die Sitze. Also ihr stellt euch vor, dass wir im Pepper sitzen. Da bauen wir jetzt hier die Sitze um und schon schläft man hier. Nein, da baut man oben, hat man einen Schlaf. Also völlig neues Konzept. Ich bin ein bisschen kritisch, was das Bad angeht, weil die Duschkabine ist halt hier, die muss man so aufbauen in dem einen, was wir kennen, wo das Bett hinten ist. Ob das sich so bewährt, dass... Das muss ich erst beweisen. Also das wird man sehen. Was, ja, in Zeit zwei, drei Jahren, vier, fünf Jahren, genau mit dem Bürster, Gallery, mit dem Auflassbaren, das wird sich jetzt zeigen. Dass die Idee finde ich aber eigentlich richtig cool. Und vom Preis her wird sich das zwischen der PSA-Gruppe und den VW T6 kaum unterscheiden. Weil wenn du in der PSA sowas zusätzlich alles haben willst, dann kostet alles Geld. Genau, und im T6 ist es nämlich gleich alles vorhanden. Wir haben gleich die Voll-LED-Scheinwerfer, wir haben gleich Nebelscheinwerfer, wir haben mindestens 150 PS und. Also, das ist, glaube ich, schon, wenn man halt Ausstattung haben will, ist das mit Sicherheit nicht ein verkehrtes Fahrzeug. Genau, und klein und wendig.
So viel zum Thema VW T6.1, weil du Nummer 6 sagst, ist es der 6.1. 6.1, genau. Kommen wir zu den Unterschieden im Weinsberg Pepper, und zwar auf Mercedes-Basis. Diesen gibt es nur als MEG, nicht so wie man das auch kennt bei Fiat oder in der PSA-Gruppe als französisches Bett hinten. Das ist, glaube ich, jetzt weiß ich nicht. MF. MF, genau. Es gibt ihn halt nur als MEG, dafür einmal in der Variante nochmal mit 17 cm mehr, oder wie viel war es ungefähr? Das blenden wir euch ein. Es gibt einmal den CC und einmal den CCS. Genau, also einmal etwas länger und einmal auf der Standard-Variante. Was mir persönlich gleich aufgefallen ist, wenn ich reinkomme, einmal die große Tür, der große Eingangsbereich, die ist doch definitiv breiter. Und dann hier vorne im vorderen Bereich, also sprich im Fahrerhaus, haben wir irgendwie gefühlt mehr Platz. Das mag auch doch durchaus so sein, dass man einfach mehr Platz hat, weil der Mercedes natürlich vorne ganz anders geschnitten ist und anders aufgebaut ist. Also man hat ein weitaus besseres Raumgefühl. Reingegangen, also, wow, hier ist ein richtig cooles Raumgefühl. Er ist nur dunkler im vorderen Bereich, muss man auch dazu sagen. Also man hat halt schwarzes Polster dort oder schwarze Seitenverkleidung. Muss man mögen. Ich finde es nicht schlecht. Ich mag es gerne. Auch das in dem Fall ein bisschen dunkler, aber das muss man halt auch wissen. Ansonsten gibt es noch zwei verschiedene Unterschiede, die wir entdeckt haben. Einmal in der Dinette. Wir haben eine schräge Sitzbank. Sie ist etwas schräg geneigt und auch das Bad ist etwas schräg gebaut. Dadurch wird der Eingangsbereich im Bad etwas kleiner und das Bad sozusagen ein kleines bisschen kleiner. Aber das finde ich persönlich im Praktischen, also wenn man den dann benutzt, finde ich es nicht schlimm. Das ist halt vollkommen in Ordnung. Das wird bauartbedingt sein, weil man wahrscheinlich dort irgendwo Befestigungspunkte vielleicht hingesetzt hat und man musste das dann ein bisschen umkonstruieren. Der Rest des Fahrzeugs nach hinten sehe ich als gleich, also da habe ich keine großen Unterschiede festgestellt. Das Einzige, was noch ein Unterschied ist, ist im Außenbereich, und zwar das Gasfach. Das Gasfach finde ich im Mercedes viel besser gelöst, weil man im Prinzip ein größeres Fach hat und man kommt an beide Flaschen, ohne dass man eine rausbauen muss, gut ran. Das hat man in der PSA-Gruppe, ist das ein bisschen anders gestaltet, nämlich da muss man einen Auszug bauen. Und selbst wenn man den Auszug hat, wenn man 2 11 Kilo Gasflaschen da drin hat, an die hintere ranzukommen, ist schwierig. Kann man nicht einfach so, man muss das halt dann doch erstmal die vordere lösen zumindest. Ja, das sind so eigentlich die groben Unterschiede, die wir entdeckt haben. Es ist eine super Sache, ich finde es eine tolle Basis, dass man halt auch mehrere Fahrzeuge sich aussuchen kann. Preislicher Unterschied zwischen den, wenn man so will, 4 Modellen. Es gibt den Excursion Van Edition Pepper, den Cara Compact Edition Pepper, den Cara Compact MB Edition Pepper und den Cara Compact Suit MB Edition Pepper. Wir blenden euch einfach mal jetzt das Bild von der Webseite ein, vom Weinsberg. Da sieht das nämlich ganz toll beschrieben. Die Seite empfehlen wir euch auch, wenn ihr in die Detailtiefe nochmal gehen wollt, was sich dann genau unterschiedlich dort ist. Auf jeden Fall können wir sagen, dass der VW fast mit der teuerste ist. Er ist jetzt hier auf Platz 2 der teuersten. Ja. Der Cara Suit, der einfach von der Länge ist, den gibt es ab knapp 78.000 Euro und hört ab 78.000 oben. Je nachdem, was ihr konfiguriert, kann es auch teurer werden. Dann wird es mehr, na klar. Der Excursion ist auch ab 78.000, wäre aktuell nur 9 Euro günstig, also 77.990, der andere 77.999 Euro. Den mittleren, also der kleinere Mercedes, den gibt es ab 76.000 und ja, man muss auch sagen, weitaus teurer ist geworden, der aus der PSA-Gruppe, der ganz klassische Cara Compact Edition Pepper, den ihr kennt, den gibt es ab 65.000 Euro. Genau, und wenn man da halt Assistenzsysteme halt reinhaben will, dann wird man da dementsprechend die Aufpreisliste erhöhen. Deshalb, schaut euch das genau an, geht auf die Seite, konfiguriert euren Weinsberg und dann unterschiedlich. Und dann vergleicht einfach mal am besten, was für euch es ist. Es macht keinen Sinn, dass wir euch jetzt was konfigurieren, weil der eine sagt, ich will eine Automatik, ja, das will ich nicht. Ich eine will LED, das eine will dies, der andere will das. Es ist so individuell und das finde ich das Schöne bei Weinsberg Pepper jetzt. Dass man jetzt wirklich alles so nehmen kann, wie man möchte. Und vor allem, wenn man ein komplett anderes Raumkonzept haben will, ist man vielleicht mit dem VW T6.1 ganz gut aufgehoben. Ist halt mal ein ganz anderes Raummodell. Genau. So,
Das soll es jetzt gewesen sein. Ich glaube, ihr habt jetzt ein bisschen Überlegungszeit, die ihr braucht, den richtigen rauszufinden. Deshalb empfehlen wir euch, fahrt zu eurem Weinsberg-Händler der Nation. Und schon sind wir wieder zurück. Mein Gott, können wir faken, ne? Ihr habt das schon mitgekriegt. Nein, ich glaube, wir haben euch das jetzt gut erklärt, alles, was so der Unterschied ist, außer natürlich das Zugfahrzeug, denn es hat einige Unterschiede im Aufbau auch, ne? In der Variation PSA zu Mercedes sind es minimale Unterschiede, muss man sagen. Aber doch vorhanden, ne? Doch vorhanden. Und zu VW natürlich richtig ganz große Unterschiede. Es ist ein anderes Fahrzeug irgendwo. Preislich kann man sagen, natürlich vom PSA angefangen, dann über den VW bis hin zum Mercedes gibt es verschiedene Preissprünge. Wir gehen nicht Detailtiefe auf die Preise an. Bitte konfiguriert euch die Fahrzeuge, denn es ist immer individuell. Es macht keinen Sinn, euch Preise zu nennen. Wir nennen euch so die Grundpreise, die wir gesehen haben. Ja. Aber sonst macht es keinen Sinn. Der Pepper Standard jetzt kostet um die im Grundpreis bei 65.000 bis 67.000 Euro. So. Und das soll es jetzt gewesen sein, die Pepper-Serie. Ich hoffe, ihr wart interessiert. Und wie gesagt, schaut es euch an, fahrt zum Weinsberg-Händler. Sie sind jetzt alle eigentlich vor Ort. Man kann sich das anschauen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video von meinem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. So